Hallo ihr Lieben, ich möchte ein kleines Update machen meiner Sellerie, Zitronen, Parasiten, Fastenkur. Ich bin jetzt so oft gefragt worden in den Kommentaren zu meinen anderen beiden Videos. Das allererste verlinke ich euch mal hier oben. Was ich jetzt genau mache, wie ich das mache und was es gebracht hat. Also ich bin jetzt im sechsten Tag des Fastens und ich muss sagen, ich habe mich beim Fasten selten wohler gefühlt. Ich habe schon sehr oft gefastet. Meistens habe ich eine Wasserfastenkur gemacht, also mit Wasser trinken, klares Wasser, so rein wie möglich und Kräutertee, also keinen schwarzen Tee, keinen grünen, weißen, roten oder Kaffee. Einfach nur Kräuter aus dem Garten oder es gibt ja auch wundervolle Teemischungen, die beim Entgiften helfen. Was ich jetzt das erste Mal gemacht habe, ist eine Mischung eben aus Saftfasten und meinem normalen Wasserfasten. Ich hatte den Impuls, Zitrone und Selleriesaft mitzutrinken. Und zwar den puren Saft. Also ohne Schwebeteile, ohne alles, sondern wirklich frisch gepresste Zitrone am Morgen durch ein Sieb laufen lassen und nur den Saft. Halber Liter Selleriesaft am Morgen, durchsieben, nur den Saft. Und das Ganze auch noch mal am Abend. Dazwischen Wasser und Kräutertee. Es war total leicht. Also es war überhaupt keine Anstrengung. Und immer dann, wenn ich eine kleine Hungerattacke habe, richte ich mich auf mein Ziel aus. Und mein Ziel ist bei jedem Fasten, meinem Körper eine Pause zu schenken. Viele Menschen wissen gar nicht, dass es für den Körper immens anstrengend ist, zu verdauen. Es braucht mit die meiste Energie am Tag, jenseits des Stressabbaus und des Nachdenkens und Sport natürlich. Aber Verdauen ist für den Körper so anstrengend. Wenn wir unserem Körper dann auch noch Schrott zu essen geben, ich nenne es jetzt einfach mal so, dann muss er doppelt und dreifach und vierfach verdauen. Ja, es braucht unglaublich viel Kraft. Und die fehlt uns an anderer Stelle. Ja? Wenn ich meinen Körper mit schädlichem Essen und zu viel Alkohol, zu viel Fette und so weiter vergifte, dann kann er nicht zum Beispiel so viel Energie haben, dass man sich wohlfühlt und glücklich ist. Ja? Und wenn es dann zu viel wird, dann wird man halt eben krank. Da ich mich nach 30 Jahren Krankheit auf den Weg der Heilung gemacht habe, nutze ich das Fasten immer, um ein Reset zu machen. Das bedeutet für mich immer, ich beobachte mich eine Weile und merke, selbst jetzt meine vegane, zuckerfreie Rohkost wird zu viel. Also ich esse einfach zu viel, weil ich viel leiste. Und mein Gehirn hat immer noch abgespeichert, wer viel leistet, muss viel essen. Und das stimmt nur bedingt. Solange wir das noch glauben, brauchen wir das auch. Aber ich persönlich habe festgestellt, dass ich zum Beispiel beim Fasten viel, viel klarer bin, dass ich viel mehr bei mir bin. Die letzten Tage haben mir so viel innere Ruhe, Erdung geschenkt. Ich habe mich fast festgeklebt gefühlt auf der Erde. Es war so genial. Also ich bin ja eine als hochspirituelle, hochsensible Person. Ich schwebe meistens etwas über dem Boden und muss mich bewusst erden, mit der Erde verbinden. Ich liebe die Erde, ich channel sie ja sogar, aber das ist etwas, was ich dringend tun muss. Und dieses Fasten, vielleicht liegt es wirklich an der Kombination Zitronensaft, Selleriesaft, erdet mich super gut. Parallel nehme ich ja weiterhin auch die Kräuterkapseln von der Parasitenkur von Markus Rotkranz, ist unten verlinkt. Und ich muss sagen, in den ersten 4 Wochen, mittlerweile mache ich die Parasitenkur jetzt 4 Wochen, haben die Parasiten in mir ganz schön Rambazamba gemacht. Und ich verstehe sie. Es geht ihnen an den Kragen und das ist nicht immer lustig. Dann kommt es zum Beispiel zu Reaktionen im Gehirn. Wir haben, die meisten, nicht alle, haben Parasiten auch im Gehirn. Es kommt immer darauf an, was man im Leben gemacht hat, was man gegessen hat und. Stichwort Sushi, Fisch. Also tierische Produkte sind einfach sehr stark parasitenbelastet, ob das Viren, Bakterien, Würmer oder andere Sachen sind. Und die verteilen sich im Körper. Bei mir ist zum Beispiel festgestellt worden, dass ich Parasiten in der Schulter habe.
Das kann man mit bestimmten Bioscans sehen, das kann man in der Dunkelfeldmikroskopie sehen. Und es ist auch nichts Schlimmes, es ist natürlich. Aber ich möchte meinen Körper eben bewusst frei machen von allem, was da nicht reingehört. Deshalb diese Kur. Und als sich die Parasiten so angefangen haben, ein bisschen zu sträuben, als es dann hier gezwickt hat, da gezwickt hat, also es war nicht schlimm, überhaupt nicht. Aber ich habe es bemerkt. Da habe ich einfach entschieden, so jetzt mache ich mal das Fasten, denn dann füge ich meinem Körper nicht die Nahrung zu, die die Parasiten brauchen, um sich am Leben zu halten. Ja, also die zehren unter anderem von tierischen Produkten, die ich nicht mehr nehme, aber auch von Getreide, von Dingen, die wir noch gar nicht wissen. Wir wissen ja überhaupt nicht genau, was da für Parasiten überhaupt in uns existieren. Diese ganze Erkenntnis ist ja noch gar nicht so alt. Deshalb habe ich gesagt, um jetzt meinem Körper ganz viel Gutes zu tun, gönne ich ihm dieses Fasten. Und ich liebe es. Im sechsten Tag bin ich lange über das Gefühl von ich muss essen hinaus. Und dann ist es auch ganz toll, mal so die Gewohnheiten zu knacken. Ja, einfach zu sagen, ich muss nicht essen. Es gibt Menschen, die fasten Wochen und Monate lang. Und es gibt sogar Hochleistungssportler, die dann Marathon laufen. Nur mal so als Beispiel, ja. Ich wurde gefragt, fehlen mir keine Mineralstoffe, Nährstoffe, Vitamine? Das ist der Trick beim Fasten. Beim Fasten schüttet der Körper aus den Depots, die er hat, auch alles aus. Und dann werden auch mal die Depots leer gemacht. Und wenn man dann das Fasten zum Beispiel nutzt, wie ich es vor anderthalb Jahren gemacht habe, als ich eben von vegetarisch-vegan auf Rohkost-vegan und zuckerfrei umgestiegen bin, auch das verlinke ich euch mal hier oben, eines meiner Videos dazu. Das war das Beste, was ich tun konnte. Ich habe ganz bewusst und spontan 11 Tage gefastet, habe mich in der Zeit bewusst informiert, wie mache ich das neue Essen. Da war noch nicht klar, dass ich das jetzt beibehalte. Ich wollte es einfach ausprobieren. Also habe ich die Fastenzeit genutzt. Ich habe viel mehr inneren Frieden gefunden. Ich hatte Lust auf einen Neustart, habe mir überlegt, was kann ich da noch verbessern, habe es mir aufgeschrieben. Und bin wirklich in diesen Modus reingegangen, bevor ich das Fasten dann wieder gebrochen habe, wie man das nennt. Und auch beim Fastenbrechen gilt es auf jeden Fall sehr, sehr achtsam zu sein. Ich habe einmal das Fasten radikal gebrochen, indem ich dann gesagt habe, ach, ist mir jetzt egal, ich esse jetzt einfach, was auf den Tisch kommt, habe lecker gekocht und das war für das System Überforderung. Also, wenn ihr ein Fasten aufhört, wenn ihr sagt, okay, das reicht mir jetzt und da bitte, bitte hört auf die Signale eures Körpers. Irgendwann ist es gut. Das kann nach einem Tag sein, das kann nach einer Woche sein oder nach 2 Wochen. Hört bitte, bitte auf euren Körper, denn dann kann es halt zu unangenehmen Effekten kommen, wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Und ja, ins Fasten einzusteigen bedeutet immer auch, wenn man zum Beispiel Gewohnheiten hat wie viel Zucker, viel Kaffee, viel Alkohol, dann reagiert der Körper auch mal mit Symptomen wie zum Beispiel Kopfschmerzen und anderem. Das gilt es zu berücksichtigen. Aber ich kann euch sagen, es ist so ein tolles Gefühl, so ein schönes, reinigendes, wundervolles Gefühl. Ich nutze auf jeden Fall immer noch mal intensiver als sonst sowieso schon die Meditation, um meinen Körper zu spüren, um wirklich mal meinen ganzen Körper zu scannen. Und da habe ich natürlich jetzt noch ein super Tool dazu bekommen, die Lichtkraft-Meditation. Auch die verlinke ich euch mal hier oben. Besonders die zum Loslassen. Das ist genial. Also das Körperliche über das Wasser trinken, Saft, was auch immer ihr dann machen wollt, mit dem Mentalen zu verbinden, mit dem Herzen zu verbinden, macht es euch einfach viel, viel leichter. Ich hatte in dem ersten Video gesagt, dass ich Kaffee-Einlauf ausprobieren möchte. Das habe ich bisher noch nicht getan, denn unter dem Video habe ich viele Kommentare, nicht viele, einige bekommen, die sagen, oh, auf gar keinen Fall Kaffee. Ich habe sogar von meiner wundervollen Internetfreundin Katja einen Buchauszug bekommen von Anthony William, der eben erklärt, warum Kaffeeeinläufe nicht gut sind. Ich habe jetzt ganz viel recherchiert und
mal gucken, vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Alternativ kann man auch Zitronensafteinläufe machen, also Wasser mit ein bisschen Zitronensaft gemischt. Ich habe jetzt jeden Tag 1 bis 2 kleine Einläufe gemacht, einfach um den Darm zu befreien, um ihn zu entleeren. Denn der Selleriesaft, das ist ja eines der großartigen Geschenke dieses besonderen Krautes, der löst auch die Verschleimungen, die sich im Laufe des Lebens zum Beispiel in der Speiseröhre, im Magen, im Darm so an die Ränder gepackt haben, ja, das löst ja auf. Also dieses Unlustige, was man zum Beispiel auch kennt, wenn man den Abfluss in der Küche reinigt, wow, das wird aufgelöst. Die Zitrone hilft wundervoll mit dabei. Außerdem wird natürlich auch die Leber gereinigt und durchgespült. Und alle anderen Organe dürfen sich erholen während des Fastens, weil sie nicht verdauen müssen oder nur ganz, 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 ganz kleines bisschen. Und es ist so, als würde man eine riesige Fabrik haben mit Millionen, wenn nicht Milliarden von Mitarbeitern, unsere Zellen, und die bekommen mal Urlaub. Nicht alle, aber die meisten. Ja? Die Nieren werden durchgespült. Die Zellen können, jede Zelle kann mal wirklich ausspucken, was sie, wenn sie immer wieder neue Nährstoffe bekommt und verdreckt wird, schon gesammelt hat, dann können sich die Zellen befreien. Ja, besonders gut ist es, wenn man gefiltertes Wasser nimmt, das eben einen niedrigen ppm-Wert hat, damit die Zellen sich durchreinigen können. Ja, das kann man kaufen, man kann sich Wasserfilter besorgen dafür. Und dann fällt das so leicht, dann ist es so schön zu beobachten, was der Körper macht. Und so ab dem 3., 4. Tag kommt dann manchmal wie aus heiterem Himmel so eine Klarheit und Verbundenheit. Ich bin ja eine spirituelle Frau und Lehrerin und Beraterin und ich möchte das immer kombinieren. Für mich ist alles, was ich mache, unter ganzheitlichen Aspekten zu berücksichtigen. Und eine Fastenkur wird nicht umsonst seit Jahrtausenden gemacht. Übrigens, wenn ein Tier krank wird, zieht es sich zurück und hungert, weil es weiß, dann kann der Körper reparieren, dann hat er die Kraft dazu. Ja? Also viele, viele Tipps. Und wenn ihr noch andere Tipps habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das jetzt mache. Ich werde euch dann wahrscheinlich am Ende meiner Fastenkur nochmal so ein Feedback geben, was jetzt insgesamt passiert ist, aber das wollte ich mal loswerden und vielleicht kann ich den einen oder anderen inspirieren. Das habe ich nämlich schon getan, wie ich auf Facebook immer wieder in meinen Kommentaren sehe, auch unter den YouTube-Kommentaren. Und ich finde es fantastisch, wenn ich euch inspirieren kann und euch vielleicht helfen kann, noch mehr Spaß am Leben zu haben. In diesem Sinne, von Herzen alles Gute für euch, genießt euer Leben und alles Liebe aus Mallorca. Ciao, ciao, eure Sonja Ariel von Staden.